das Nokia Lumia 735, ein günstiges Mittelklasse-Smartphone aus dem Hause Microsoft und wahrscheinlich eins der letzten Smartphones, die auch wirklich noch den Markennamen Nokia hier draufstehen haben, denn inzwischen hat ja Microsoft den ganzen Laden, also die ganze Mobilfunksparte von Nokia übernommen und wird demnächst hier entweder die Markenbezeichnung Lumia oder direkt Microsoft auch draufschreiben. Ja, insofern etwas schmerzlich für die Nokia-Fans, aber an der Technik wird sich nichts ändern. Jetzt werden wir doch mal schauen, was bietet das Lumia 735 und für wen ist es überhaupt interessant. Ja, schauen wir doch mal, was drin ist. Das ist hier diese neue, einfache Packung. Erstens, auch das 735 gibt es in vielen verschiedenen Farben. Hier haben wir so ein leuchtendes Grün. Ich weiß nicht, ob es in der Kamera so rüberkommt. Also ich bin immer wieder beeindruckt, wie Nokia oder jetzt Microsoft das schafft, diese irren Farben herzustellen. Wer sich so ein bisschen auskennt in der Geschichte, der merkt, dass es hier so eine gewölbte Plastik- oder Polycarbonat-Schale. Hier auch der Bildschirm ist so ein bisschen am Rand gewölbt. Das ähnelt sehr stark dem Nokia Lumia 800, was vor einigen Jahren als erstes herauskam. Wichtiger Unterschied zu damals, wenn ich jetzt hier richtig drauf achte, man kann hier dieses Gehäuse austauschen und hat innen drin eben eine wechselbare Schale. Da kann man dann noch verschiedene Orange, Weiß, Schwarz, Weiß, Schwarz, Orange und Grün sind die Farben, in denen das kommt. Das Orange ist ähnlich knallig. Und eine Besonderheit des Modells 735 sieht man hier, da ist die drahtlose Qi-Technik eingebaut. Das heißt, wenn ich das Ding auf eine drahtlose Ladeschale lege, wird es auch ohne Einstecken eines Kabels geladen. Das kann im Alltag sehr praktisch sein. Hier drin auch schön endlich wieder, nicht bei jedem Handy ist das so, nicht bei jedem Lumia-Modell. Der Akku lässt sich austauschen, 2220 Amperestunden. Für ein Gerät dieser Leistungsklasse sollte das eine ganz ordentliche Akkulaufzeit ergeben. Hier ist eine Nano-SIM, interessant, also praktisch vor allem für die, die schon vom iPhone 5 kommen oder noch dahin wollen, hat auch Nokia jetzt hier diese Größe übernommen und baut hier auch in den Mittelklasse-Geräten eine Nano-SIM ein. Micro-SD-Kartenslot, auch wichtig, Speichererweiterung, gerade bei Windows Phone 8.1 ist es ja Stand heute das einzige Betriebssystem, auf dem man Apps direkt aus dem Store auf die Speicherkarte installieren kann, was natürlich für günstige Geräte ein großer Vorteil ist. Ja, wenn wir es mal wieder zusammenbauen, sieht man, wenn man den Trick raus hat. Ja, passt alles. Ne? Sieht tadellos aus. Also obwohl man die Schale abnehmen kann, hier wackelt hier nichts. Und man sieht hier unten, Verarbeitung stimmt. Das ist hier die Micro-USB-Buchse zum Laden. Auf der einen Seite ist gar keine Taste, auf der anderen Seite haben wir hier laut und leise und die Anschalt. Und hier fehlt leider ein Knopf. Anders als bei den teuren Lumia-Modellen gibt es hier nämlich keine Kamerataste. Also die Kamera muss man hier durch runterwischen über das Startmenü aktivieren. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig und ja, aber für die Preisklasse ist da wohl nicht mehr drin. Es ist eine 6,7 Megapixel-Kamera mit Carl Zeiss Optik hier hinten eingebaut. Die sollte bereits ganz passable Bilder liefern. Nur ein LED-Blitz, der allerdings bei dem günstigeren 630er ja auch fehlt. Insofern hier schon mal für das erste Einsteigergerät von Nokia bzw. Microsoft, was so einen Blitz hat. Vorne, und das ist eben die Besonderheit von diesem Gerät, ist eine 5-Megapixel-Frontkamera drin. Wir erinnern uns beim Lumia 630 und 530, da ist gar keine Selfie-Kamera, gar keine Frontkamera drin. Hier jetzt 5 Megapixel, das heißt, das ist das Handy, was Microsoft als Selfie-Phone bewirbt, eben wegen dieser sehr scharfen Frontkamera. Und ein Weitwinkel soll auch dafür sorgen, dass dann, wenn man mit mehreren vor dem Gerät steht, dann auch rechts und links die Leute alle damit auf dem Bild sind. Ja, für die, die sowas mögen, ist das sicher eine nette Sache. Sonst bleibt zu sagen, ist hier 1 GB Arbeitsspeicher, das heißt auch viele Spiele werden da auf Anhieb drauf laufen, die manchmal mit einem halben Gigabyte nicht laufen. Hier ist die Ausstattung vom Arbeitsspeicher ausreichend und ist ein Snapdragon 400 Prozessor Quad-Core mit 1,2 GHz drin, der mit
Windows Phone ein recht flottes Arbeitstempo hinlegt. Der Bildschirm ist AMOLED, ist eine kleine HD-Auflösung. Das Gerät kommt für einen Preis von so zum Start so etwas über 200 Euro auf den Markt. Dafür ist es wirklich eine Kampfansage, denn gerade für Leute, die so nicht ganz so viel Geld ausgeben wollen, ist ja eigentlich alles drin, was man braucht. Wer auf LTE verzichten kann, dafür lieber eine Dual-SIM-Funktion haben möchte, für den gibt es ein praktisch baugleiches Modell, das Lumia 730 Dual-SIM. Dem fehlt im Vergleich hierzu LTE und die drahtlose Laderückseite. Fazit: Das Lumia 735 ist für die jüngere Generation, die nicht so viel Geld ausgeben will, aber trotzdem eine ordentliche Kamera, vor allem für Selfies haben will, ein interessantes Gerät und für einen Preis von um die 200 Euro auch durchaus ein Preistipp. So, schauen wir nochmal, was hier drin ist. Klappe auf. So, wie man sieht, Netzteil ist dabei, aber es ist auch wirklich nur Netzteil. Das USB-Kabel, Micro-USB-Kabel kann ich hier nicht rausnehmen, also es ist kein PC-Verbindungskabel. Ja, ein bisschen schade, aber macht auch nichts, denn Windows Phone kann man eh nicht per USB mit dem PC abgleichen. Und letztlich läuft hier auch alles über WLAN oder Mobilfunk über die Cloud. Dann eine kleine Kurzanleitung, wo zum Beispiel drin steht, wie man die Klappe, das Gehäuse am besten wechselt und was hier alles drin ist. Wie man die Nano-SIM einwechselt und noch ein QR-Code, der einen daran erinnert, dass hier die drahtlose Ladefunktion eingebaut ist. Und hier erfährt man wohl weitere Informationen und kommt dann zu der Möglichkeit, sich über passende Ladegeräte auch zu informieren. So, das war es eigentlich auch schon. Also kein Headset, kein Kopfhörer. Ausstattung ist hier sehr spartanisch. Aber ehrlich gesagt, ich packe das Headset meist eh nicht aus. Ich benutze lieber meine eigene.